Was geht ab, Leute? Euer Apex Knight ist am Start und heute zeige ich euch den Topps Bundesliga Chrome Sammelordner. Dann fangen wir auch gleich mal an hier. Hier vorne kann man die Checklist sehen. Auf jeden Fall so ein Hardcover Album ist das, oder ein Ordner. Das finde ich richtig nice. Auch hier mit so einem Klemmdingern. Zack. Zack. Hier vorne habe ich einen Booster von der Bundesliga Chrome Serie reingeheftet. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Checkliste von jedem Verein. Augsburg, Hertha etc. Braunschweig. Blablabla. Dann geht es hier weiter auf jeden Fall. Fangen wir an mit den Rekordenkarten. Da habe ich alle. Es ergibt hier die Bundesliga-Meisterschale von der ersten Bundesliga. Und dann blättern wir einfach mal um. Da haben wir noch das Bundesliga-Logo. Und dann geht es auch los mit den Mannschaften. Nämlich das Augsburg ist als erstes dran. Da, es gibt immer zwei Starspieler, glaube ich, pro Mannschaft. Auf jeden Fall hier Carlsen Braga. Und einmal Daniel Bayer als Starspieler. Dann geht es weiter. Mit der anderen Seite hier haben wir noch zum Beispiel Sascha Mölders oder Halil Altintop. Dann geht es weiter mit Hertha BSC, da haben wir wieder zwei Starspieler, Hajime Hosogai und der andere Starspieler ist auf der anderen Seite, Adrian Ramos, der jetzt nach Dortmund gewechselt ist. Am Wochenende hat er sein erstes Tor gemacht, ein Abstauber. Auf jeden Fall geht es dann weiter eigentlich mit Braunschweig, aber da habe ich keine Karten, nicht eine Karte von Braunschweig, Leute, habe ich. Dann geht es aber weiter mit Werder Bremen, da habe ich wieder alle, weil ich habe mir so eine Mannschaftspakete bei eBay mal bestellt gehabt, deswegen habe ich Mannschaften komplett und manche nicht. Auf jeden Fall hier Werder Bremen, Militz etc. Da haben wir auf jeden Fall Starspieler Makiadi und Aaron Hunt. Dann geht es weiter mit Dortmund. Da habe ich wieder ein paar nur. Nicht alle. Weinfeller habe ich da zum Beispiel. Kehl, Sahin, Mkhitaryan. Ein Starspieler habe ich hier auch noch. Marco Reus. Ich glaube, den hatte ich sogar mal doppelt. Dann haben wir noch Lewandowski, der jetzt bei Bayern spielt. Blaschikowski da oben auch noch. Dann geht es weiter mit Frankfurt. Da habe ich Frankfurt wieder komplett, haben wir Starspieler Sebastian Rode, der spielt jetzt also auch nicht mehr bei Frankfurt, der spielt auch bei Bayern. Dann haben wir Stefan Aigner noch als Starspieler und dann geht es weiter mit Freiburg, da haben wir gleich mal den Keeper als Starspieler, nämlich Oliver Baumann. Zack, zack, zack. Und da haben wir noch einen Starspieler, nämlich Julian Schuster. Dann geht es weiter mit Hamburg, da habe ich wieder nur vereinzelt welche, nämlich Dennis Diekmeier, der Rechtsverteidiger, der pacige Rechtsverteidiger, Leute, Ultimate Team sage ich da bloß. Dann haben wir noch Hakan Çalhanoğlu, der jetzt auch nicht mehr bei Hamburg spielt, sondern bei Bayer Leverkusen. Okay, dann fehlen hier ein paar Mannschaften, ich muss mal vorne nachschauen. Nach Hamburg kommt Hannover, dann kommt Hoffenheim, da haben wir eine Karte, nämlich Tariq El-Younoussi. Und nach Hoffenheim kommt dann Leverkusen, da haben wir wieder welche, nämlich Giulio Donati und Roberto Hilbert und Gonzalo Castro. Nach Leverkusen kommt Mainz, da haben wir Noweski. Ich glaube, der ist Innenverteidiger. Glaub schon, bin mir jetzt auch nicht sicher. Dann haben wir noch einen am Start von Mainz, nämlich Johannes Geis. Und nach Mainz nur 5 Leute kommt Borussia Mönchengladbach. Da haben wir, da haben wir einen. Nämlich Toni Janschke, habe ich gar nicht gesehen, da oben in der Ecke. Der Eckenhänger, Leute. Dann geht es weiter mit FC Bayern, da habe ich leider auch nicht alle. Jerome Boateng haben wir da am Start, David Alaba und ja, mein Lieblingsspieler Thomas Müller. Mit diesem mache ich ja auch auf meinem Hauptkanal Packsweather beim FIFA 15 Start eine neue Serie. Es müllert wieder, aber es, ja, denkt mal euch, ja, wenn nicht, schaut einfach mal meinem FIFA-Kanal vorbei. Da habe ich früher auch Pack-Openings gemacht. Packsweather unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Auf jeden Fall geht es nach Bayern weiter mit Nürnberg. Da haben wir Per Nilsson am Start und Timothy Schändler. Nach Nürnberg haben wir dann Schalke, die habe ich wieder komplett mit den Spielern hier. Dennis Aogo, Starspieler, gibt es dieses Mal 3. Okay, es gibt doch noch mehr Starspieler als 2 in einem Verein, sorry. Habe ich was falsch gesagt, da haben wir Julian Draxler, Kevin Prinz, Boateng und Lars-Jan Huntelaar. Sieht man hier so schön glitzern, Leute, nicht für die Basekarten hier. Die Basekarten sind auch cool gemacht, muss ich sagen, also die ganze Serie finde ich cool. Auf jeden Fall kommt nach Schalke, VfB Stuttgart, da haben wir wieder keinen am Start. Und nach VfB Stuttgart, seht ihr wahrscheinlich schon, kommt ja VfL Wolfsburg. Dann haben wir Diego Benaglio, der momentan verletzt ist. Und Vi Rinja, auch von Wolfsburg. Und dann geht es weiter mit den Logos, Leute. Mit den Logos, da habe ich wieder ein paar mehr, nämlich Augsburg, Hertha BSC, Werder Bremen, Borussia Dortmund, Eintracht, Frankfurt, SC Freiburg, Hamburger SV, 1899 auf meinem Schalke 04, VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg. So, dann geht es weiter hier mit ein paar doppelten Karten, nämlich ich habe hier die limitierte Karte doppelt. Die habe ich hier doppelt und dann habe ich noch Starspieler Macchiari doppelt und Boateng. Und dann habe ich hier die Torfabrik limitierte Auflage noch. Und dann habe ich hier noch eine Rekordekarte doppelt, links oben. Das ist die Nummer
B1, also die erste Karte. Lol. So, dann habe ich hier noch die eine richtig besondere Karte, Leute. Nämlich, ja, Nikolai Müller als, ja, Trikotkarte. Original getragenes Spieltrikot, Leute. Ich bin sowas von, ja, stolz auf diese Karte. Die habe ich mir getauscht bekommen von einem anderen YouTuber. Also, Leute, richtig Hammer Karte, sowas. Also, wie das Trikot sich anfasst, Leute, ist auch richtig Hammer. Einfach richtig geile Karte, Leute, muss ich euch sagen. Solche Karten in seinem Besitz zu haben, ist einfach richtig Hammer. Wenn ihr auch solche Trikotkarten habt oder Unterschriftskarten, gibt es ja auch Autogrammkarten, das muss ja noch geiler sein, Leute. Dann schreibt mal in den Kommentaren, würde mich mal interessieren. Ich glaube, kann mal hinten nachschauen, welche Trikotkarte noch richtig geil wäre. Hier stehen ja die Trikotkarten. Ich kann mal ranzoomen, könnt ihr es auch ein bisschen sehen. Zack. Original-Autogrammkarten, Leute. Ich sag mal eine, die ich sehr gerne haben möchte. Ja, geil wäre Bellarabi von Braunschweig, wäre richtig Hammer. Oder Ter Stegen würde ich noch gerne haben wollen. Oder Aubameyang und Okazaki. Ja, die vier würde ich eigentlich gerne haben wollen. Oder Diouf wäre auch geil. Also eigentlich irgendeine Autogrammkarte wären eigentlich alle geil. Und Spielertrikots oder hier Trikotkarten wären eigentlich für mich richtig geil. Natürlich hier von meinem Lieblingsverein FC Bayern München, Bastian Schweinsteiger oder Toni Kroos wäre geil. Nikolai Müller habe ich ja, ist auch geil. Zorn wäre geil. Ah, alle wären geil. Ronny werde ich am liebsten haben von Hertha BSC. Wenn einer Ronny habt, schreibt es in die Kommentare, Leute. Ronny. Ich brauche Ronny. Keine Ahnung, warum ich Ronny brauche. Ich mag einfach Ronny und ich möchte Ronny Autogrammkarte. Ja, Autogrammkarte sage ich schon. Trikotkarte mache ich natürlich. Ja, Leute, das war's denn hier mit dem Sammelordner Bundesliga Chrome, kann man ja beides sagen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare, gebt ein paar Däumchen nach oben. Sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe mal, ja, die Booster jetzt schön angekommen, Yu-Gi-Oh! Karten und ein paar Champions League Booster habe ich mir bestellt. Freut euch drauf, ich freue mich auch drauf und dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Packs United ist raus und ciao!